Und damit herzlich willkommen hier aus Rostock-Warnemünde, aus dem Technologiezentrum JugendHackt, dieses Jahr 2019 das erste Mal. Wir begrüßen euch ganz herzlich hier im Saal, ganz besonders die Eltern der Teilnehmerinnen und sowohl wir sind online, herzlich willkommen auch alle Zuschauenden im Stream. Durch die Abschlusspräsentation führen heute zum einen Micha und Matthias. Abgekürzt sind wir Mami, haben wir festgestellt. Und ja, in den nächsten Minuten erwarten uns auf jeden Fall großartige Präsentationen, was hier im Rahmen dieses Hackathons an dem Wochenende entstanden ist. Aber erstmal wollen wir diejenigen, die durch Zufall vielleicht hier reingestolpert sind, nochmal kurz erklären, was JugendHackt eigentlich ist. Genau. JugendHackt ist ein Wochenende, ein Hackathon für Kinder und Jugendliche, die ein Wochenende lang die Möglichkeit haben, an ihren eigenen Projektideen zu arbeiten und die dabei von Mentorinnen begleitet werden, die schon ein bisschen Erfahrung im IT-Umfeld gesammelt haben. In Rostock hatten wir zusätzlich zu JugendHackt auch noch die Veranstaltung Helle World. Ganz genau, mit denen starten wir auch gleich. Und dann haben wir 10 Abschlusspräsentationen unserer Teilnehmenden, die ja das ganze Wochenende fleißig durchgecodet haben. Zu JugendHackt können wir auch noch einige Worte verlieren. Die Veranstaltung existiert nicht erst seit diesem Jahr, hat schon eine beträchtliche Historie. Seit 2013 wird mit dieser Veranstaltung in verschiedenen Wochenend-Workshops versucht und auch durchgeführt, Nachwuchsgewinnung für den Informatikbereich, für die IT zu generieren. Genau. In Rostock ist das dieses Jahr das, also in der Eventreihe JugendHackt ist Rostock das zweite in Deutschland. Weitere Veranstaltungen folgen im Herbst, unter anderem in... Oh, da sind wir vorbereitet. Hamburg, genau. Weiter geht's nach der Sommerpause in Hamburg und dann gleich weiter südlicher in die Schweiz, nach Schaffhausen. Im September dann Frankfurt-Main, im Oktober Berlin und Heidelberg und der Abschluss dann im November in Ulm und Halle an der Saale. Also eine deutschlandweite Aktion und schön, dass dieses Jahr Rostock erstmalig dabei auch sein kann. Zusätzlich zu den Veranstaltungen in Deutschland gibt es auch noch die Möglichkeit, im Oktober in das Ausland zu gehen. Die Veranstaltung dort heißt dann Vernetzte Welten und man kann sich, also es ist praktisch ein Schüleraustausch, einmal in Südkorea und einmal in Tokio. Und da ist jetzt die Anmeldung offen, das könnt ihr über jugendhackt.org, könnt ihr euch dafür bewerben. Was gibt es noch zu sagen? JugendHackt hat ja immer ein Thema mit Code die Welt verbessern und dieses Jahr für die 2019er Veranstaltungsserie wurde dieses Motto leicht abgewandelt, um halt auch am Zeitgeist zu sein. Genau, das diesjährige Motto nennt sich mit Code die Umwelt verbessern. Ganz genau. Ihr kriegt es wahrscheinlich alle in den großen Medien auch mit oder über eure eigenen Filterblasen. Friday for Future, die Nachhaltigkeitsdebatte, der aufkommende Klimawandel sind in den Medien gerade omnipräsent. Und so haben sich die Veranstalter und Veranstalterinnen von JugendHackt gedacht, wir wollen den Fokus unseres Handelns dieses Jahr noch ein bisschen einengen und wollen halt auch mit unseren Projekten einen Beitrag dazu leisten, dass auch die Klimadebatte, die Nachhaltigkeitsdebatte mit den Projekten thematisiert wird. Und aus unserer Sicht ist das auch wunderbar gelungen.